Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal über ein Thema, was in den letzten Tagen in einem Kommentar mal angesprochen wurde. Und zwar geht es da um Diversifikation, passives Einkommen und warum ich eigentlich neben dem Optionshandel auch noch andere Strategien für mich nutze. In einem Video der letzten Tage war unter anderem ein Kommentar, der vielleicht jetzt gar nicht so wohlwollend gemeint war, aber der eine wichtige Frage beinhaltet. Und deswegen war ich auch froh über diesen Punkt. Und zwar wurde gesagt, okay, also ich habe die Rabe Company hieß es, die macht ja Coaching, Seminare und Buch und so weiter und so fort. Und wenn doch Optionshandel sowas Tolles wäre, warum macht der Rabe denn dann noch andere Dinge, also zum Beispiel sowas wie langweilige Aktien kaufen, die Dividenden zahlen. Ne? Und quasi so die Schlussfolgerung aus diesem Kommentar, so habe ich es verstanden, war also, wenn was gut funktioniert, dann machst du ja nichts anderes. Und gerade wer eben richtig traden kann, das ist ja das, was immer gesagt wird, ne? Wer traden kann, wer von Trading leben kann, der macht ja nichts anderes. Okay, so. Ich will mal einen Teil heute hier mal rausgreifen und mit euch darüber sprechen. Und zwar ist das eben dieser Teil, warum, und das weiß ja auch jeder, mache ich nicht nur Optionshandel, sondern warum habe ich zum Beispiel auch ein langfristiges Konto und wozu mache ich das eigentlich? Ne? So, und da gibt es viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen und zugegebenermaßen, ich habe das noch nicht immer so gesehen. Als ich vor über 20 Jahren meine allererste Aktie habe ich gekauft 1996, das heißt, es ist 22 Jahre her. Als ich meine allererste Aktie kaufte, da hatte ich überhaupt noch keine Vorstellung über systematische Vermögensplanung, systematische Finanzanlage, wie macht man Diversifikation und so weiter. Und der einfache Grund war der, dass ich damals natürlich auch erstens weder das Interesse an etwas Langfristigen hatte, noch zweitens das Wissen auch darüber hatte. Und es hat etliche Jahre gedauert, bis mir diese Erkenntnis immer plausibler geworden ist, warum man eben Diversifikation betreiben sollte. Und zwar jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, wie das immer gesagt wird, hab nicht nur eine Aktie, sondern hab fünf, sondern warum man auch bei seinen Einkommensarten durchaus diversifikativ, also streuend sozusagen, unterwegs sein soll. Und ihr seht es hier schon hinten. Eines, was mir dabei sehr, sehr geholfen hat, das war ein Buch. Und zwar, das ist hier, ich habe es mittlerweile auch schon oft verschenkt, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ich muss mal schauen. Das Buch ist im Original erschienen, ja, keine Ahnung, 2011. Das wären jetzt 7 Jahre her. Kann sein. Ne? Also 2011, 7 Jahre her. Sehr, sehr gutes Buch. Ich mache euch mal einen Link unten rein. Immer noch eines meiner absoluten Favorites. Und viele Leute, die ich kenne, für die ist das ein Buch, was so ein Game Changer im Kopf war, also wo wirklich gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Genau wie zum Beispiel Bücher von Bodo Schäfer, die ich ebenfalls für mich persönlich sehr, sehr inspirierend fand und wo ich sehr viel daraus gelernt habe. Jetzt kommen wir aber mal dazu, warum mache ich nicht nur Optionshandel? Und im Grunde genommen muss man jetzt sagen, diese Frage, die am Anfang berechtigt erscheint, wenn man sie aber mal ein bisschen weiter denkt, entbehrt sie einer gewissen, oder ist sie einfach, beantwortet sie sich fast von selbst. Und zwar stellen wir uns mal vor, warum macht denn jeder, sollte denn jeder überhaupt langfristige Geldanlage betreiben? Und der Grund ist, glaube ich, einfach der, dass viele, und da kommt jetzt dieses Wort, irgendetwas brauchen, was mal in Zukunft ihnen Einkommen generiert. Denn wie generieren wir denn aktuell in unserem Berufsleben, ich denke auch mal die meisten, die hier zuschauen, sind entweder noch ganz am Anfang ihres Berufslebens oder so wie ich mittendrin oder vielleicht schon auch am Ende ihres Berufslebens, aber wie generieren wir da unser Einkommen? Und bei den meisten wird das natürlich ein Gehalt sein. Ne? Also das heißt, man bekommt irgendwie Lohn, oder eben ein Gehalt, oder man ist vielleicht selbstständig oder sonst irgendetwas. Ne? Also ist vielleicht hier selbstständig. So.
selbstständig. Und das heißt, da bekommt man sein Geld her. So. Und was ist aber damit verbunden? Damit ist, egal wie man das Ganze macht, ist immer eine Zeit und Tätigkeit verbunden. Ne? Also der Angestellte, aber auch der Selbstständige verkaufen ja im Grunde genommen entweder ihre Arbeitszeit für Geld, der Selbstständige vielleicht noch seine Dienstleistung für Zeit, aber Fakt ist, wir müssen etwas dafür tun. Niemand von uns bekommt Geld einfach nur so. Und das ist auch bei einem Trader so. Also jemand, der tradet, der macht etwas und verdient damit Geld. Jetzt kann er durchaus damit viel oder wenig Geld verdienen, aber er muss etwas dafür tun. Das heißt, ein Trader, und das ist vollkommen egal, ob der Daytrading macht oder ob der langfristig investiert, ob der Daytrading macht oder zum Beispiel Optionshandel macht oder Swingtrading, der muss etwas dafür tun. Wenn du, machen wir es mal am Beispiel eines Daytraders. Ein Daytrader, der ein Konto X hat und an dem Tag nicht vor seinem Schirm sitzt und nicht tradet, ne, der verdient kein Geld. So, und wenn er das ein ganzes Jahr lang macht, nämlich nicht vor seinem Schirm sitzen und nicht auf den Knopf drücken, dann verdient er kein Geld. So, jetzt könnte man sagen, okay, du bist ja im Job, du kannst das ja machen und da habt ihr vollkommen recht, aber jeder von uns weiß doch, dass das irgendwann mal aufhören wird, und zwar entweder gewollt oder ungewollt. Machen wir mal die positive Seite, gewollt. Ich zum Beispiel mache jetzt über 22 Jahre Börse, mir macht das wahnsinnigen Spaß. Ich finde das toll, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, aber ganz ehrlich, möchte ich in 20 Jahren immer noch jeden Tag ins Büro gehen, immer noch jeden Tag Märkte verfolgen, oder habe ich dann vielleicht, wenn ich sage, okay, meine Kinder sind dann schon längst raus, habe ich dann vielleicht auch andere Interessen, die ich verfolgen möchte? Und wenn ich andere Interessen habe oder wenn ich einfach nicht mehr das jeden Tag machen will, so wie niemand bis zu deinem 80. Lebensjahr für ein Gehalt arbeiten möchte oder als Selbstständiger irgendwie Fliesenleger unterwegs sein möchte, ne, brauche ich ein Einkommen. So bekommt dieses Einkommen dann her. Viele glauben, dass man Einkommen dann nicht mehr braucht, weil man sich ja mit seiner Arbeit so wahnsinnig viel Geld zusammen verdient hat, dass man ewig davon leben kann. Die Realität ist aber, dass nur die allerwenigsten Leute, wenn sie ins Rentenalter kommen, so viel Geld haben, dass sie davon leben können. Und es gibt ja dafür extra Altersversorgungssysteme, also gesetzliche Rente, betriebliche Altersversorgung oder eben, und das muss ich zum Beispiel als Selbstständiger und als Unternehmer machen, ich muss für mich selber vorsorgen. Das heißt, ich brauche Geldanlagen, die mir auch in Zukunft noch ein Einkommen generieren. Weil wenn ich dann sage, ich habe eine Summe X, die ich im Optionshandel verdient habe, da kommt nichts raus. Dann müsste ich dieses Geld immer wieder verbrauchen, immer wieder rausnehmen. Jetzt haben wir über die gewollte Situation gesprochen. Das heißt, ich will irgendwann mal aufhören. Ne? Jetzt kann es aber auch mal sein, du musst irgendwann mal aufhören. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Beispielsweise, dass man mal krank wird. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich krank werde, wer verdient dann das Geld? Klar, jetzt habe ich ja eine Firma, die würde dann auch eine gewisse Zeit ohne mich weiterlaufen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, auf meinem Handelskonto, was ich zum Beispiel für mich selber alleine trade, da würde nichts mehr passieren. Ne? Da kommt dann kein Einkommen mehr rein. Und deswegen habe ich schon vor Jahren angefangen, Diversifikation, Streuung zu betreiben, indem ich andere Anlagen gewählt habe. Ne? Und zwar habe ich zum Beispiel eben Immobilien, die vermietet sind und damit regelmäßigen Ertrag mir bringen. Und ich habe eben zum Beispiel Aktien, die zum Beispiel Dividenden bringen, aber nicht nur die Dividenden bringen, sondern manchmal auch Aktien, die einfach nur, wo ich einen Wertzuwachs erwarte. Und jetzt überlegt euch mal, wenn wir jetzt das mal gegenüberstellen, hier ein Trading-Konto und hier solche andere Sachen. Was passiert mit einem Trading-Konto, wenn ich damit 10 Jahre lang nichts tue? Das wird immer weniger. Das wird vielleicht jetzt nicht weniger wegen irgendwelchen Gebühren, sondern rein schon aus Inflationsgründen. Schon rein aus Inflationsgründen wird das immer weniger, das heißt, die Kaufkraft wird immer geringer. 10.000 Euro heute werden nicht mehr die Kaufkraft haben oder haben heute eine höhere Kaufkraft, als sie in 10 Jahren haben werden. Was passiert aber mit vernünftigen Immobilien, mit vernünftigen Aktien? Die werden zumindest mit der Inflation mitsteigen. Das heißt, ich erhalte viel mehr mein Vermögen. So. Und deswegen habe ich bei Zeiten angefangen, Dinge woanders hin zu verlagern. Also so wie jeder von euch auch, der sagt, ich habe einen Job, ich bekomme Geld, ne?
ich mache jetzt irgendwie Trading so ein bisschen. Warum macht er denn das? Der eine macht es, weil er ein zusätzliches Einkommen haben will, aber viele machen es ja auch als Altersvorsorge. So, und da aber Trading ja schon mein Beruf ist und das drumherum, was ich damit tue, ne, habe ich eben noch für mich gesagt, okay, ich investiere hier in solche langfristigen Dinge. Und um nochmal auf dieses Buch von Kiyosaki zu kommen, da gibt es ja diesen sogenannten Cashflow-Quadrant. Gibt es auch ein Buch und der sieht ja so aus. Also hier Copyright bei Robert Kiyosaki. Wo man sagt, okay, es gibt verschiedene Grade auch der Freiheit. Also es gibt hier den Angestellten, es gibt den Selbstständigen, es gibt den Unternehmer und es gibt den Investor. So. Und was viele immer nicht verstehen, dass wenn du ein Trader bist, egal wo du ein Trader bist, du bist entweder Angestellter oder ein Selbstständiger. Das Problem aber ist, sowohl beim Angestellten als auch beim Selbstständigen, sie verkaufen immer ihre Zeit für Geld. Weil als Trader, wenn du angestellt bist bei einer Bank, bei einem Fonds, wo auch immer, dann machst du das und solange du das machst, bekommst du Geld. Hörst du auf oder musst aufhören, kriegst du kein Geld mehr. Und wenn du selbstständig bist, genauso. Wenn du ein selbstständiger Trader bist, der alleine zu Hause hockt oder von mir aus auch mit drei anderen Leuten im Büro, dann arbeitest du, wie heißt es immer so schön, selbst und ständig. Hörst du damit aber auf, bekommst du kein Geld mehr. So. Und deswegen muss jeder Selbstständige zwingend entweder versuchen, das zu werden. Das heißt, du musst Unternehmer werden. Und Unternehmer werden heißt, wenn jemand sagt, er ist allein oder hat zwei Angestellte, dann ist er kein Unternehmer. Ne? So, dann ist er ein Selbstständiger mit zwei Angestellten. Unternehmer bedeutet, Kiyosaki drückt das sogar, glaube ich, recht krass aus. Er sagt, wenn mindestens 100 oder 500 Leute für dich arbeiten, dann bist du Unternehmer. Warum? Weil du dann auch nicht da sein musst und trotzdem funktioniert das Ganze. Ne? Also wenn du jetzt, stell dir vor, du hast eine Firma und du hast da 100 Leute angestellt. Ob du persönlich dann da bist oder nicht, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Firma wird trotzdem laufen. Weil mit 100 Angestellten machst du das nicht mehr allein, sondern hast du Manager, da hast du Betriebsleiter, was auch immer. Die machen das für dich und dann gilt das schöne Motto, die Firma läuft, obwohl der Chef da ist. So, es ist natürlich den wenigsten unter uns vergönnt, Unternehmer zu werden, weil uns da entweder die Fähigkeiten fehlen oder auch der Ehrgeiz. Also es heißt, wer wird schon Unternehmer? Es gibt viele Selbstständige, aber wenige Unternehmer. Was aber jeder machen kann, und das ist relativ simpel, das ist, egal ob er hier Angestellter ist oder ob er Selbstständiger ist, er kann Investor werden. Und wenn du Investor bist, dann arbeiten auch andere für dich, denn du beteiligst dich an Firmen, wo viele Leute dafür sorgen, dass diese Firmen wachsen und Gewinne erwirtschaften. Das wird nicht in jedem Fall immer gut gehen, das ist ja auch ganz normal. Das heißt, es gibt Aktien, die laufen gut, Aktien, die laufen schlecht, aber du wirst in der Masse, wird dein Vermögen dadurch steigen. Und genau das ist der Grund, warum ich das tue und warum ich immer Geld hier seit vielen Jahren da rein investiere und das jeden Monat noch tue, egal wie viel da jetzt schon drin ist und egal, ob ich das machen müsste oder ob ich es nicht machen müsste, ich mache es einfach, weil das genau der richtige Weg ist. Weil wer sich mal damit beschäftigt, und das könnten wir jetzt tagelang darüber reden, wie entsteht Vermögen? Und Vermögen entsteht niemals oder vielleicht nur in aller seltensten Fällen durch eigene Arbeit, indem man etwas tut und dafür dann ein Gehalt bekommt oder eine Vergütung oder sonst irgendetwas. Ne? Also Leute, die wirklich reich geworden sind, stellt vor, was weiß ich, ein guter Rechtsanwalt, okay, der richtiger Spezialist auf seinem Gebiet ist. Warum macht er nicht immer nur Rechtsanwalt? Ne? Der könnte auch sagen, ich mache nur Rechtsanwalt, das kenne ich mich gut aus. Nein, wie wird er reich? Wie wird er vermögend? Indem er sein Geld, was er verdient, investiert. Vielleicht Immobilien kauft, Aktien kauft, was auch immer. Unternehmensbeteiligungen, gibt es ja tausenderlei Sachen. Ne? Aber dass der sein Geld investiert. Jetzt mag es vielleicht den einen oder anderen Sportler geben, ne? Der so herausragend ist, dass er durch das, was er tut, so viel Geld bekommt, also ein Golfer beispielsweise, ne? Wenn du also unter den, keine Ahnung, Top 50 in der Welt bist oder Top 20 in der Welt, ja, dann verdienst du auch Millionen, dann brauchst du das ja nicht mehr zwingend. Aber ganz ehrlich, wie viel gibt es denn davon auf der Welt? Wie viele Sportler können
richtig gut von ihrem, von dem, was sie da tun, leben. Das sind vielleicht ein paar Tausend auf der ganzen Welt. Vielleicht sind es 10.000 oder selbst wenn es 100.000 wären. Weltweit betrachtet, ne, ist das doch nichts. Und die einzige Chance für uns alle, langfristig Vermögen aufzubauen, ist, indem wir investieren in etwas, was wir selbst nicht können, nämlich in Unternehmen. So, oder eben in andere Assets, wie zum Beispiel Immobilien. Und wer das nicht verstanden hat, ne, der wird es sehr, sehr schwer haben, langfristig wirklich Vermögen zu schaffen. Und da meine ich jetzt nicht, es geht nicht darum, ob du jetzt 10 Millionen hast oder 100 Millionen oder eine Yacht am Mittelmeer oder irgendwie eine Garage voller Sportwagen. Ne? Das ist alles gut und schön, aber ich rede davon, dass man wohlhabend wird, dass man sagt, okay, ich muss nicht mehr aufs Geld schauen, wenn ich irgendwie eine Rechnung bekomme. Ich kann sorgenfrei irgendwann mal leben. Und gerade für Angestellte, ne, ist es doch so, Angestellte sind ja oftmals viel, viel besser dran als Selbstständige, was das Thema Altersversorgung betrifft. Es wird zwar immer gesagt, unsere Renten reichen mal nicht, aber wir wissen ja auch alle, was ist die größte Wählergruppe in Deutschland? Das sind die Rentner. Das heißt, denen wird es immer irgendwie gut gehen. Das heißt, man wird es den anderen wegnehmen. So, viele Selbstständige, die sagen, oh, ich habe hier eine Firma und ich verdiene doch einen Haufen Geld, ne? Das sind die armen Schlucker der Zukunft, weil sie eben nichts zur Seite legen, weil sie eben nichts investieren, so weil sie nichts rausnehmen. Und dieses Schicksal, das werde ich definitiv nicht erleiden. Ne? Also das wird mir garantiert nicht passieren. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der sich mit Trading beschäftigt, sich auch mit dem Thema Investieren zu beschäftigen. Das Schöne ist, hier arbeitet die Zeit für euch, wir können langfristig was machen. Ich verbinde mein Investieren auch mit dem Optionshandel, ne? Stichwort Cash Secured Puts, Covered Calls. Das heißt, ich bewirtschafte mein Depot, ich bin kein passiver Investor, der Aktien kauft und dann einfach mal liegen lässt, sondern ich nutze mein Wissen aus dem Optionshandel, um mir hier ein paar Zusatzprozente im Jahr zu verdienen. Und das sind aber zwei völlig getrennte Baustellen. Ne? Und ich kenne sehr viele gute Trader, die ich wirklich bewundere. Und wenn man sich mit denen unterhält, die Renditen erzielen, die astronomisch sind. Ne? Und wenn man sich mit denen unterhält, sagt, und was machst du so noch nebenbei, neben deinem Trading, dann wird jeder erfolgreiche Trader sagen, ich habe noch Aktien, ich habe noch Immobilien, ich habe noch Beteiligungen. Und warum machen die das wohl? Und all diejenigen, die schreiben, wenn er doch so erfolgreich wäre in seinem Geschäft, dann würde er nicht langfristig investieren. Die haben erstens dieses Prinzip nicht verstanden und ich bezweifle, dass die selbst von dem, was sie gerne möchten, leben könnten. Na? Also das schreibt niemand, der erfolgreich im Trading ist, der sagt, ich bin so erfolgreich im Trading, deswegen muss ich nichts Langfristiges machen. Das ist Blödsinn. Jeder, der erfolgreich ist im Trading, ist auch ein erfolgreicher oder wird ein Investor, wird es machen, weil alle anderen werden irgendwann sonst mal wegsterben. Okay, das war immer ein bisschen optionsfremdes Thema, aber es passt, glaube ich, ganz gut dazu. Auch zu den ganzen Diskussionen, die wir in letzter Zeit hatten. Und deswegen bin ich gespannt auf eure Meinung dazu. Das Buch von Kiyosaki, Must Read, ne, muss man gelesen haben. Ich mache euch nochmal einen Link hier unten rein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.